Oh. Hallo? You lose. Oh nein. Oh nein. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht es ebenfalls gut. Willkommen zur, warte mal. Ist das jetzt die fünfte Folge? Nee, tatsächlich schon die sechste. Und willkommen zur sechsten Folge von Don't Be Afraid. Und, hier sind wir stehen geblieben. Hier machen wir jetzt auch weiter. Ja. Alles cool. Genau. Ja. Also wir haben hier ja schon mal vorhin was gemacht. Hier wegen diesen Puppen. Gelb. Where are you? Schon. Jetzt mal. So. Das bleibt unten. So. Und dann sind hier noch so Schnuckis. Oh, ja. Schon aktiviert. Genau. Where so. Ich weiß nicht, läuft jetzt hier noch rum oder? Egal. Mir schnuppe. So. Mach kurz das Mikrofon ein bisschen tiefer. So. Und jetzt. Weiß nicht, mach ich ein bisschen looky looky. Hier genau die ganzen Sachen kennen wir schon, aber wir gucken trotzdem noch mal ein bisschen, ne? Ich weiß nicht, was das mit diesen Lüftungsschächten hier zu tun hat. Ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt, weil die alle verschiedene Farben haben. Und vielleicht müssen wir dann gucken, na, ihr wisst, wie ich meine. Where are you? Was ist das denn da? Ist gruselig. Ah. Jetzt erfolgt uns, glaube ich, der Clown. Genau. Ich mag keine Clowns. You are dead. Boah, das war knapp. Going to kill you. I'm going to kill you. Oh Gott. Oh ey, Alter. Der geht mir langsam echt auf die Nerven. Hallo, geh rein. I'm going to kill you. Ey, der ist. Sollen wir mal versuchen durchzuspringen? Halleluja. You are dead! I'm going to kill you. Nein, nein, warte. Oh Gott, dieser scheiß Clown. You are dead! Geh rein da! Boah, wie schwierig ist das denn? You are dead! I'm going to kill you. I'm going to kill you. Vielleicht müssen wir warten, bis er da irgendwie vorbeiläuft oder so. I'm going to kill you. Jetzt da die ganze Zeit stehen. You are dead! I'm going to kill you.
Boah, scheiße. Das war knapp. Komm. Nein, das war so knapp. Aber egal, vielleicht ist das Ding ja noch offen. Ich weiß nicht, brauchen wir irgendwas Bestimmtes? Ah, warte mal. Haben wir hier irgendwas? Ah, wir brauchen safe einen Schlüssel, aber. Ja, schön. Das ist eigentlich. Ich hoffe, wir haben ihn jetzt weit genug. Oder der wird jetzt gleich wieder direkt hier sein. So, aber ich hab. Oh Gott. Ist das der Schlüssel für oben? Wenn ja, dann. Wäre das mega. Ach, ich Idiot, hier wollte ich gar nicht hin. Oh, shit. Jetzt einfach durchspinnen, einfach durchspinnen. Okay, perfekt, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Fuck you, Clown. Fuck you, very hard, Clown. You are Bullshit. Boah, ich bin so erleichtert. Cool. Die Kerze geht aus. Das ist schlau. Das ist sehr schlau sogar. Okay. Kann man hier irgendwas wieder an? Oh, das ist aber. Ich finde generell. Habe ich auch in einem anderen Video gesehen. Die Grafik sieht tatsächlich so aus. So, obwohl ich die total hochgeschraubt habe, das. Ich weiß nicht, I don't like this. Oh. Hallo? You lose. Oh nein. Oh nein. No.
Wie unfair war das denn jetzt? Das war ja voll unfair. Ey, warte mal. Ey, das kennen wir doch. Oder? Hi again, David. I am so sorry it had to come to this. Ja, das kennen But wir. But you have to understand, Theodore. He almost never gets what he wants. And he wanted you so badly. But you're mine. Nein. We will play the last game I prepared for you. Oh, I see you're a little roughed up. So take your time. And remember, no cheating. Okay. Heißt das, also kann ich das so verstehen, egal ob wir jetzt gleich gewinnen oder verlieren, er gewinnt trotzdem. Krass, hat er die Tür zugemacht. Wie krank ist der Typ? Ja, so habe ich zumindest verstanden. Also. Shit. I see that you're drawing your last breaths. But we have to play for the last time. Digga, wir können nicht sterben. Das darfst du nicht zulassen. Das war simpel. Das war simpel. Oh. Oh Gott, mir gefällt das gerade gar nicht. Mir gefällt das gerade absolut nicht. Wir sind. Come play with me, David. Wir sind kurz vorm Verrecken und sehen schon Geister. Super. Just a few more steps and I'll let you rest. Trust me, you'll have all eternity for resting. Vor allem, wir sind so langsam, wir haben gar keine Kraft mehr. Richtig sad. Hi. Und du so? Ich hasse dich wirklich, ich hasse dich so sehr. Hello, little brother. Bro, hast du mit mir gesprochen? Das ist so gruselig. Ich will gar nicht, aber ich muss. Oh, Gott sei Dank, ich komme noch nicht hin. Boah, geil, Gott sei Dank. Huh, das wäre es jetzt so gewesen. That's the last one, David. I promise. Ja. Und jetzt? Ich kann die Dinger nicht mehr anklicken.
Da ist Ball drauf, Rucksack. Da der Fisch. Das heißt, ich soll jetzt. Was soll ich jetzt machen? Soll ich die Dinge suchen oder was? Ich hab gerade. Ich. Keine Ahnung. Ach Mann, ich hab mir doch. Echt, ich wusste, es wird noch echt. Scheiße. Wir müssen sie tatsächlich suchen, oder? Okay, das finde ich cool. Das ist vom Prinzip her echt gut gemacht. Das heißt, die können wir schon mal freischalten. So, ganz ehrlich, jeder normale Mensch würde einfach hier drunter durchgehen. Oder ich würde hier so, ne? Aber komm. Ist okay. So, wo können wir noch gucken? Es ist gerade wie Ostern. Diese Puppen standen gerade noch nicht hier. Einen halben Herzinfarkt bekommen. Okay, Ball habe ich. Jetzt brauche ich nur noch die Tasche. Wenn ich wüsste, wo die Tasche ist, dann wäre das alles viel, viel einfacher. Also hier ist nirgendwo, denke ich mal, die Tasche, oder? Nee, scheint nicht so. Aber ich will. Ich will aber nicht nochmal da lang gehen. Selbst sind wir schon 80.000 Mal an der Tasche vorbeigelaufen oder so. Nee, ich kann ja auch gar nicht lang. Das heißt, sie muss hier irgendwo sein, aber wo? Ich meine, wäre ja hohl, wenn die in einem Raum zwei Gegenstände oder so lagern. Deswegen denke ich mal nicht, dass der Rucksack auch hier ist, wo der Fisch war. Ich gucke jetzt hier in jede dunkle Ecke, das ist mir egal. Sorry, ne, aber das ist gerade echt nicht simpel. Wo ist. Die muss doch hier irgendwo sein. Ich meine, klar, hier ist noch ein Raum, aber hier habe ich die nicht gesehen. Ich gucke jetzt noch mal in Ruhe. Any more, sweetheart? Wie dumm. Wir hatten doch, glaube ich, die ganze Zeit den Rucksack überhaupt dabei gehabt und ich, Idiot, suche den noch.
Aber das war auch wieder schlau gemacht von dem Spiel. So, können wir jetzt wieder bitte nach Hause? Wir werden eh sterben. Wir werden hier nicht rauskommen. Wir werden sowas von sterben. Der wird uns zerfetzen. Der wird uns töten. You've made it, David! Now please put the candle on the cupboard and take a seat. Achso, was? Wohin? Put the candle over there and sit on the chair. Ja. Mach ich. Du knallst mich jetzt so tot, ne? Na super. Das Arschloch ein bisschen. Here we are again, David. You and I together at last. I have to tell you that I am very pleased with our game, but it's over now. As you have seen, I have started to clean the house. Some bricks and mortar will do the work. I would never allow anyone to take even a glance at my art. When I'm done with you, I think my work would be finally over. Thank you for that, David. You have really, truly changed me. Now close our eyes and go to sleep. So, ich muss gerade schalten. Ja. Das war das Spiel Don't Be Afraid. Oh, du Wichser. My darling. I just couldn't resist. I'm sorry. You can go to sleep now. Don't be afraid. I'll make sure you have company while you're rotting in the ground. Also, ich finde, das ist gerade schon ziemlich sad. Nochmal, das war Don't Be Afraid. Ja, ich meine, es war ja schon klar, dass wir dem Frank nicht entkommen können. Also das war ja völlig klar. So, ich wusste, irgendwann, wenn das Spiel zu Ende ist, dann werden wir auch sterben, so. Und ja, auf jeden Fall war das ein ziemlich interessantes Spiel. Das Spiel war auf einer Seite ziemlich verstörend und verdammt psycho, weil es geht um Kindesentführung und halt Misshandlung und aber ich finde, es war halt auch ziemlich gut umgesetzt, so vom Spielprinzip her war das echt klasse gemacht. Und ich weiß nicht, also ich finde auch, ach mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr, ich finde auch, dass die Länge des Spiels ziemlich angenehm war. So, das ging jetzt 5 Folgen. 6 Folgen. Ich hab schon wieder vergessen, ich Idiot. Ja, das ist eigentlich angenehm so. Und ich fand auch cool, dass das Spiel verschiedene Fassaden hatte. So, wir hatten zum Beispiel Funhouse gehabt, dann hatten wir diesen Keller gehabt, dann hatten wir diese Rückblenden, wie wir entführt wurden und so. Also es war wirklich, finde ich persönlich, ein verdammt gutes Game, so. Was mich relativ gestört hat, war eigentlich nur die Grafik. Die Grafik war gut, keine Frage. Aber ich habe auf die höchste Einstellung gespielt. Und dann habe ich auch Mr. Google gefragt. Und da haben auch viele geschrieben, dass es bei denen genauso eine Grafik ist. Deswegen hat mich das ein bisschen aufgeregt, aber trotzdem war das Spiel echt wunderbar.
In dem Sinne, meine Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Abendtag. Keine Ahnung, wann ihr dieses Video schaut. Haut rein, macht was draus und bis demnächst. Ciao, Leute.